Was geht ab, meine lieben Fußballfreunde, und herzlich willkommen zurück zu FIFA 21 mit dem FC Augsburg. So, weiter geht's in der Bundesliga heute. Der fünfte Spieltag steht schon an und heute haben wir wieder mal einen richtig harten Gegner vor uns mit Eintracht Frankfurt, und wir müssen auch noch in Frankfurt ran. Puh, das wird eine heftige Nummer. So, wir schauen mal ganz kurz auf die Aufstellung bei den Teams. Also bei Frankfurt Dost und Silva vorne, Rode dahinter, Kostic, Beltran, Zuber und Da Costa im Mittelfeld und im Tor, in der Abwehr haben wir Touré, Hasebe und Hinteregger und im Tor Kevin Trapp. So, beim FCA, es gab eine Veränderung, nee, zwei Veränderungen im Gegensatz zum letzten Spieltag. Niederlechner, Finn Bogas und vorne, Vargas, Gureso, Khedira und Kelly Giuri im Mittelfeld und die Abwehr haben wir Iago, Udokai, Gouvelöw, Gumni und im Tor Gikiewicz. So, da würde ich sagen, geht's rein nach Frankfurt gegen die Eintracht. Und ja, bis jetzt läuft unsere Saison noch nicht wirklich nach Plan. Es ging echt gut los, aber hat dann auch ganz schön drastisch nachgelassen. Momentan haben wir einen Sieg, ein Unentschieden. Nee, ein Sieg, eine Niederlage und zwei Unentschieden. Das ist zu wenig. So, jetzt geht's also rein ins Stadion hier in Frankfurt und die Augsburger wissen, das wird eine ganz, ganz harte Nummer. Ja, wir sind sehr gespannt. Beim FCA weiß man momentan nie so wirklich, was man kriegt. Sie haben in 3 von 4 Spielen echt eine bombastische Leistung gezeigt. Aber eigentlich, ja, zu wenig daraus gemacht. So, André Silva im Blickpunkt. Und ich sage, genug gequatscht, jetzt geht's los. Anschluss gibt's für Eintracht Frankfurt, die auch favorisiert in dieses Spiel reingehen und damit läuft der fünfte Spieltag in Frankfurt, der FCA ist zu Gast. Und dann schauen wir mal, was wir hier heute erwarten dürfen. Da ist schon mal Da Costa. Und wir wissen, Eintracht Frankfurt ist favorisiert. Die sind momentan, ja, haben das stärkere Team an sich. Aber trotzdem, wenn der FCA weiter so gut kämpft, wie in den letzten Spielen, wo es gut lief, dann traue ich denen hier und heute auf jeden Fall einen Punkt zu. Aber die erste Chance bauen sie jetzt schon mal an für Frankfurt. Wir sind mit Beltran am 16er, legt nochmal zurück. Oh, dann der Pass zu Dost und er kommt auch an und gut gemacht. Gut gemacht von Gouvelöw, drückt hier. War das echt ein Einwurf? Ich habe das eigentlich als Abschluss gesehen. So, Kostic mit dem Eckball. Oh Gott, dicke Chance und Gikiewicz ist da. Gikiewicz hält den Kopfball fest. Das ist auch sehr, sehr wichtig. So, erstmal ab nach unten zu Iago. So, der FCA jetzt zum ersten Mal am Ball über Gureso. Guter Pass zu Finn Bogason. Die FCAler nähern sich jetzt langsam aus hier mal dem Strafraum von Eintracht Frankfurt an. So, da ist Iago. Aber Frankfurt, wir sehen schon, die stehen hinten ganz schön defensiv drin. Und dann der Ballverlust, ja. Also, das wird heute keine Einfallnummer. Die spielen zwar auf dem Blatt Papier nur mit der Dreierabwehrkette, aber sobald wir am Ball sind, wird aus der Dreierkette eine Fünferkette. Und dann wird's ganz schön hart für uns mit durchkommen. Oh, und dann die Grätsche, die hätte sitzen müssen. So, da ist Bas Dost. Guter Ball zu Silva. Silva. Gikiewicz ist zur Stelle. Nachschuss. Nochmal Gikiewicz. Boah, Glück hier für den FCA. Und die kommen hier raus. Die kommen hier raus. Und Vargas am Ball. Und das war eine ganz, ganz üble Nummer. So, und jetzt haben wir die Chance. Außen. Da ist Kelly Giuri. Bekommt er den? Ja, schön angenommen. Aber Frankfurt steht hinten schon wieder drin. Trotzdem hat das Kelly Giuri gut. Und ist unten, da kommt Gureso. Erster Torabschluss vom FC Augsburg. Kevin Trapp ohne Probleme. Aber Augsburg hatte schon Glück. Das muss man so sagen. Aber sie kommen. Gureso wieder am Ball. Aber jetzt wird es eben ein bisschen eng dahin drin. Jetzt steht Frankfurt wieder mit allem, was sie haben, dahin drin. Das machen sie auch gut. Taktisch. So. Khedira, Finn Bogason, Gumni. Khedira. Guter Pass. Ah, schade, da wollte ihn durchstecken, der Niederlechner. Oh, wenn der da durchkommt, das wäre unwahrscheinlich, aber dann wäre es eine dicke Chance geworden. So, gut gestoppt hier. Und Gouvelöw am Ball. Weiter geht's zu Iago. Augsburg versucht jetzt langsam das Spiel so ein bisschen an sich zu reißen. Oh, und dann geht der. Och, Mann. Genau zwischen beide Spieler reingespielt, diesen Pass. Sowas natürlich dann bitter. Oh, stark von Kelly Giuri, kein Foulspiel. Und Augsburg macht jetzt hier ein bisschen Druck. So, Khedira. Khedira, ganz außen geht Iago mit. Iago, wo will er hin? Wieder zu Khedira. Gut gespielt. Oh, und dann wird Finn Bogason geblockt und kommt nicht mehr zum Ball.
Trapp ohne Probleme. Augsburg probiert. Sie werden mutiger. Aber muss er ganz klar sagen, bis jetzt hat Frankfurt das absolut noch echt gut im Griff. Defensiv, die stehen da wie eine 1. Augsburg muss sie halt auf das Schnelle umschalten, irgendwann mal ein bisschen mehr verlassen können. So, Grueso immer noch mal. Grueso zu Finn Bogason. Und dann der Ball von. Nein, der kämpft hier um den Ball. So, Finn Bogason bleibt am Drücker. Lässt ja den Ball nicht abnehmen. Und jetzt ist es natürlich schwierig. Jetzt ist natürlich das ganze Bollwerk hinten wieder aufgebaut bei Frankfurt. Aber Flays Khedira. Da geht nichts. Schuss wird abgefangen und dann fast der Ballverlust. So, Niederlechner. Keine Chance. Da gibt es kein Durchkommen. Die sind halt wirklich mit 9 Mann da hinten drin. Jetzt müssen wir aufpassen, dass wir nicht in den Konter reinlaufen. Frankfurt macht das echt nicht gut. Die mauern sich da hinten ein und dann versuchen sie natürlich mit Konter dann was Zählbares zu erreichen. Und da ist die Chance. Da ist die Chance und das Tor. Scheiße. Ach, das ist halt echt so dämlich. Die stehen hinten drin mit allem, was sie haben. Und vorne ist es dann Silva, der eigentlich vorhin schon das 1-0 hätte erzielen müssen für Frankfurt. Und dann machen sie es jetzt. Und das ist jetzt natürlich für den FCA eine echt beschissene Ausgangslage. Sie haben sich echt gut reingekämpft. Und dann ist so ein einfacher Pass im Prinzip. Ein ganz simpler Doppelpass, wie man schon in der F-Jugend lernt. Und für Gikiewicz nichts zu halten. Silva mit dem Tor. André Silva, sein zweites Tor in dieser Saison. Und das war's mit der ersten Halbzeit. Mann, das kann's ja nicht sein. Frankfurt stellt sie hinten komplett rein. Kontert dann ein paar Mal ganz gut. Und führt hier mit 1-0. Bitte natürlich für den FC Augsburg. Ach, Finn Bogason tun wir mal runter. Gregoric für ihn. Vielleicht fällt ihm ja ein bisschen mehr ein. So, und dann geht's weiter mit der zweiten Halbzeit. Anschluss für den FC Augsburg, die hier 1-0 zurückliegen gegen Frankfurt. Das... Ja, es war bitter. Es war mal wieder bitter. Die Augsburger haben momentan nicht viel Glück in der Bundesliga in ihren Spielen. Und hier der Ballverlust direkt nach wieder am Pfiff. So, jetzt heißt natürlich die Ruhe bewahren beim FC Augsburg. Sie wissen, okay, 1-0, es ist nur alles drin. Aber dennoch müssen die natürlich mit Druck nach vorne. Und sie wissen, Frankfurt wird eine harte Nummer zu werden, die zu knacken. So, Gummi, kommt er da hin? Nein, oh, da senzt er den Gegenspieler mal sauber ab. Und das ist ein Foulspiel, ja. Und Gummi sieht er für gelb, ganz zu Recht. Freistoß nun für Frankfurt. Kommt über Kostic. Hoch in den 16er rein. Aber Augsburg kann sie befreien und hat den Ball über Caligiuri. Ist da noch einer mit dabei? Man muss erst mal warten. Caligiuri und ab geht's über Vargas. Vargas. Wie bringe ich den Ball jetzt in die Mitte? Ah, jetzt ist schon vorbei. Jetzt ist schon vorbei. Die Chance, jetzt muss Vargas da langsam machen. Aber Vargas macht das gut. Macht das sehr gut, Vargas! Und Kopfball, er ist drin! Augsburg mit dem Ausgleich und es ist Caligiuri. Caligiuri, und das sieht Trapp nicht gut aus. Caligiuri gegen den Lauf vom Torhüter, trotzdem, den muss er eigentlich haben. Glück hier für den FCA. Der Ausgleich. Oh, da war sogar die Hand neu im Spiel, sehe ich gerade. Und das ist Pech für Frankfurt. Und im Großen und Ganzen geht der Ausgleich echt in Ordnung. Wenn man so diese 50 Minuten mehr anschaut, die was wir jetzt schon gespielt haben. Im Großen und Ganzen geht der in Ordnung. Es sind sogar schon 57 Minuten. Daniel Caligiuri mit dem 1:1-Treffer für den FC Augsburg. Und damit ist das Ding wieder offen. So, und jetzt bin ich gespannt, wie Frankfurt auf diesen Treffer reagiert. Machen die jetzt hinten langsam mal auf, dass der FCA vielleicht da leichter durchkommt? Oder bleibt das Defensivbollwerk weiter so stehen? Erstmal der nächste Angriff. Der Gastgeber über Beltran. Bastost. Stark und dann. Ach komm schon, jeder Scheiß ist ein Foulspiel. Und das ist natürlich eine heftige Position. Ah, der schießt auch. Nein! Oh Gott, an den Pfosten. Ich hab gedacht, der schießt nicht. So, und ab nach vorne. Gummi. Lauf doch los, Caligiuri. Was ist los mit dir? Gerade ein Tor gemacht und jetzt komm, langer Pass zu Caligiuri, kommt an. So, Chance für den FCA ist der Caligiuri. Gerade in der Ausleihe gemacht, was macht er jetzt aus der Situation? Caligiuri bekommt den nicht mehr in die Mitte rein. Und Gummi war weit zu weit nach hinten versetzt gewesen. 66 Minuten sind durch. Oh, der ist gut gespielt gewesen. Und Frankfurt kommt. Und die machen mir gerade den besseren Eindruck, wenn ich ehrlich bin. Da ist Bastost.
Boah, das ist eine super Ballannahme gewesen. Bekommt den Ball hier zurück, schön in die Mitte rein. Und Gumni am Ball. Weiter geht's zu Khedira. 20 Minuten sind es noch. Und jetzt Caligiuri. Ah, Pass geht aber nicht durch. Weil ich mich gerade beschwere, warum er nicht losläuft. So, und Urukai, wichtig. Sehr, sehr wichtig. So, jetzt werden wir wieder über die andere Seite. Da ist Vargas, der lauert schon. Ach, scheiße, jetzt kommt da kein Ball mehr vorne an. Das ist ja gerade ein bisschen bescheiden. So, aber jetzt mal Grezo, ab nach vorne. Niederlechner wäre eigentlich bereit gewesen für den Pass. Oh, und dann dauert es zu lange. Die Augsburg ran ein bisschen zu beheblich. Frankfurt macht das deutlich besser. Oh, da war ein ordentliches Foulspiel da. Schiedsrichter lässt aber erstmal weiterlaufen. So, passt zu da. Costa kommt an. Grätsche sitzt so halb, aber Frankfurt bleibt weiterhin am Ball. Da Costa und. Das ist doch kein Elfer! Das ist doch kein Elfer, leckt mich am Arsch! Der fällt nicht mal! Und jetzt natürlich die Riesenchance für Frankfurt. So, Silva. Oh, das war ein ganz schneller Anlauf. Und Gikiewicz! Gikiewicz! Unglaublich! Wird der in diesem Jahr zum Elferkiller für den FC Augsburg? Wahnsinn! Er hält schon den zweiten Elfer in dieser Saison. Und die Augsburger kommen. Über Gregoritsch. Von dem haben wir noch nichts gesehen seit einer Einwechslung. Und auch hier der Ballverlust. Ach Gott, und der FCA kommt halt hinten. Ja, sie müssen weiterhin Beton anmischen. In Frankfurt gibt hier richtig Gas. 4 Minuten noch zu spielen. Und Rode. So, jetzt sind sie auf dem Flügel. Die Augsburger kommen dann den Ball nicht. Genau, dann die Passwege auch nicht zustellen, effektiv genug. Das nächste Foulspiel. Jede kleine Berührung ist ein Foulspiel, habe ich das Gefühl manchmal. Oh, im 16er, das wird wieder gefährlich und es gibt Eckball. Es gibt Eckball in der letzten Sekunde und wir wechseln mal ganz kurz aus. Gut, wird sollen wahrscheinlich eh nichts mehr bringen. Trotzdem bringen wir noch ein paar neue, frische Spieler. Ah, okay, sind wir eh schon durch. Okay. So, Eckball, oder? Ja, Eckball. Letzte Chance im Spiel. Super, bringt den Eckball rein. Gibt es den Punkt für die Augsburger? Ja, das ist er. Das ist er. Der Punkt für den FC Augsburg in Frankfurt. Zum Schluss war es eine Zitterpartie, muss man sagen. Zum Schluss war das eine ganz knappe Nummer, aber der FC Augsburg holt den einen Punkt in Frankfurt. Ist es natürlich nicht das, was sie die Augsburger gewünscht haben. Trotzdem gegen Frankfurt ein Punkt ist es wert. Der war gut, der war wichtig. Ganz ehrlich, das Ding hätten wir eigentlich verlieren können, wenn wir ehrlich sind. André Silva alleine hatte schon 3, 4 echt Megatorchancen, hier das Ding höher gestalten zu können. Caligiuri also der Glücksbringer heute für den FC Augsburg. 1:1 Frankfurt gegen Augsburg. Bringt es die Augsburger nicht unbedingt weiter nach vorne, aber trotzdem wieder ein Achtungserfolg. Bestes Spiel beim FCA, ja, Caligiuri mit seinem Tor. Bestes Spieler allgemein, Silva mit seinem Tor. Gut, da würde ich sagen, wir sehen uns gleich zur Tabelle. Und damit wären wir bei der Tabelle nach dem 5. Spieltag. Also vorne Leipzig, immer noch auf Platz 1, dann die Bayern, dann Dortmund und dann sensationell Stuttgart. Was ist denn mit denen los? Die hatten die ersten 2 Spiele 2 Niederlagen auf dem Konto, haben dann gegen uns gewonnen und seitdem haben die echt 3 Spiele, 3 Siege in Folge. Also das ist absolut krass. Dann kommt Gladbach, Leverkusen, Freiburg, Bremen, Hoffenheim und dann kommt Wolfsburg und dann der FCA. Also momentan auf Platz 11 mit 6 Punkten, aber boah, das hat alles noch so eng zusammen. Also schon allein mit einem Sieg könnten wir von Platz 11 auf Platz 4 springen. Also das ist halt echt alles noch so eng zusammen, da kann man nur nichts sagen. Gut, beim nächsten Mal geht's gegen, Moment, ich muss nur ganz kurz schauen, gegen Hoffenheim. Die stehen 1 Punkt vor uns auf Platz 9. Naja, mal schauen, was das wird. Gut, ich bedanke mich herzlich fürs Zuschauen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder gegen die TSG 1899 Hoffenheim. Macht's gut, bleibt dabei, bis zum nächsten Mal. Ciao.